Heute geht es um das Grundbedürfnis der Lust, wann die Lust zur Sucht wird. Ja, und ob vielleicht auch sogar Lust oder Sucht etwas mit einer Persönlichkeitsstörung zu tun hat. Wo ist der schmale Grat der Sucht zur Lust? Ja, und wenn dich das Thema interessiert, dann bleib dran, denn bereits nach einem kurzen Intro wirst du mehr darüber erfahren. Ab geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf unserem Kanal Leib und Seele. Neben mir die wundervolle Malu. Mein Name ist Zusch Vinzenz. Und wenn du gerne solche Themen siehst und es noch nicht getan hast, dann lass doch ein kostenloses Abo da. Drück die Abo-Glocke und lass für Malu noch auch ein Like da. Heute diskutieren wir das Thema Lust, das Grundbedürfnis Lust, wann dieses zur Sucht wird, wo der schmale Grat endet. Denn ich bin der Meinung, Lust und Sucht liegen ganz nahe zusammen. Ja, Malu, wie siehst du das? Du siehst das ein bisschen anders, ne? Ja, das liegt nahe zusammen, das ist richtig. Also Lustgewinn und Vermeidung von Unlust gehört ja zu den Grundbedürfnissen eines Menschen, auch eines erwachsenen Menschen. Ja, und die Übergänge sind da sicherlich fließend. Ja, wir hatten ja das Thema Grundbedürfnisse in einem anderen Video. Wenn ihr das verpasst habt, ich verlinke euch das gerne am Ende nochmal. Ja, da waren wir noch ein bisschen konträr in unserer Meinung. Ich hatte ja gesagt gehabt, dass ich finde, Lust und Sucht liegt ganz nah zusammen. Wo ist der Grat? Wo trennt sich das Ganze deiner Meinung nach? Also zur Sucht gibt es ja zwei große Rubriken von Sucht, die stoffgebundene und die nicht stoffgebundene Sucht. Ja. Also stoffgebunden sagt ja schon, dass es abhängig ist von einem Stoff, von einem Suchtmittel, also Zigaretten, Alkohol, Kokain, LSD. Ja gut, aber was gibt es noch an stoffgebundenen Süchten? Da bin ich auch schon wieder nicht der Meinung. Ich finde, stoffgebundene Sucht können auch Süßwaren sein, wo Zucker enthalten ist. Sicher. Oder es kann auch die Cola sein. Oder ja, es ist nicht nur Alkohol, Cannabis, Kokain, Zigaretten und so weiter, Nikotin. Sondern ich finde auch, eine stoffgebundene Sucht kann auch die Schokolade sein, die Cola, die Chips oder sonst irgendwas. Ja, jetzt sind wir schon wieder im Übergang vielleicht zu der Rubrik Essstörung. Das, ja, natürlich, das liegt kann auch man ganz da noch auch, zusammen, kann oder? Man da auch sehen. Manche fassen ja auch sogar den Diabetes mellitus Typ 2 als Essstörung auf, Zuckersucht. Mhm. Mhm. Aber da sind auch die Ansichten verschieden. Also in der ICD-10, internationale Klassifikation von Krankheiten, gibt es die F40 bei den psychischen Störungen, Also, die ICD-10, internationale Klassifikation von Krankheiten, weist Süchte aus unter der Rubrik F für psychische Störungen und die F10, das sind die Süchte. Und darunter zählen hauptsächlich die stoffgebundenen Süchte. Ja. Und dann gibt es die verhaltensgebundenen Süchte, also die nicht stoffgebundenen. Dazu gehört Kaufsucht, Arbeitssucht, Spielsucht, Glücksspiel. Sport? Ja, das gehört auch mit dazu. Mhm. Ja, mehr fällt mir jetzt auf einmal nicht ein. Ja. Die Beziehungssucht, das gehört unter die nicht stoffgebundenen Süchte. Ja. So, ja. Und die Essstörung zählt zu einem anderen Bereich, aber wir schlagen ja den großen Bogen zur frühen Kindheit, zu frühen Erfahrungen, zu lerntheoretischen Überlegungen und vielleicht auch zur Persönlichkeitsstörung. Zu genetischen Überlegungen. Ja. Also ich denke, dass vielen Süchten auch eine Persönlichkeitsstörung zugrunde liegt. Ja, also ich denke, eine Sucht ist eine... Ja, eine Schwäche eines Menschen, oder? Also eine Charakterschwäche. Nein, auf keinen Fall. Würde ich auf keinen Fall so sehen. Würde ich auf gar keinen Fall so sehen. Ich glaube, ein starker Mensch kann nicht süchtig werden.
wenn ein Suchtmittel zur Verfügung steht oder eine Verhaltensweise zur Verfügung steht, die ein Belohnungssystem darstellt für einen Menschen, dann kann das auch süchtig machen. Kann, ja, du sagst es, es kann süchtig machen. Aber ein Mensch, der stark in seinem Willen ist, ein charakterstarker Mensch, kann auch widerstehen. Ich bin der Meinung, nur ein charakterschwacher Mensch neigt zur Sucht. Dafür muss auch das Suchtmittel zur Verfügung stehen und der Natürlich. Antrieb oder die Selbstwirksamkeit und die Selbstbestätigung bei Sportsucht natürlich oder bei Arbeitssucht. Also ich bin besonders fleißig, ich habe mich trainiert für die Arbeit, ich habe Erfolge oder ich habe mich trainiert für den Sport und habe da Erfolge. Da habe ich natürlich wahrscheinlich auch eine soziale Gruppe, ein Netzwerk, die mir dann am Ende hier die Aktivistenmedaille gibt oder die Goldmedaille fürs Siegertreppchen. Dann bekomme ich da positive Zufuhr und werde weiter trainieren, damit ich im nächsten Jahr wieder Fußballweltmeister werde oder sowas in der Art. Gut, das gibt es nur alle 4 Jahre, aber ist ja egal, Deutscher Meister. Ich trainiere weiter, damit ich in 4 Jahren nochmal auf das Siegertreppchen darf und mein Netzwerk habe und die ganze Welt jubelt mir zu. Das ist natürlich eine große emotionale Stärkung. Und wenn ich das kann, also wenn ich die Fähigkeiten habe und wenn ich den Willen habe, zu trainieren und diesen Erfolg zu erreichen, warum sollte ich das nicht machen? Aber es ist doch irgendwo auch eine Konditionierung. Ich denke, wenn ich den Willen habe, einen Menschen süchtig zu machen, dann kann ich den dazu konditionieren. Zum Beispiel, indem ich ihm immer, wenn er irgendwas macht, was ihm positiv oder eine positive Reaktion darauf erwartet, gebe ich ihm ein Stück Schokolade und schon ist er konditioniert auf die Sucht der Schokolade. Vielleicht müssen wir da erstmal bei der Definition von Sucht anfangen. Ja, okay, gut. Ja, also die Weltgesundheitsorganisation bezeichnet eine Sucht, wenn eine zwanghafte Verhaltensweise vorliegt, die auf eine Substanz oder auf ein Verhalten ausgerichtet ist. Und die Gebrauch dieses Stoffes oder der Gebrauch dieses Verhaltens führt dazu, dass Missempfindungen abgewendet werden und positive Empfindungen hervorgerufen werden. Dann entsteht eine Sucht. Konditionierung. Über natürlich erstmal Ersteinsatz, dann die Erfahrung, dann die Gewöhnung, dann die Abhängigkeit, Missbrauch und dann die Abhängigkeit. Also wenn ich von diesem Verhalten oder von diesem Stoff überhaupt nicht mehr lassen kann, wenn da ein so großer Zwang oder so ein großer Suchtdruck dahinter steht, dann bezeichnet man das als Sucht, laut Weltgesundheitsorganisation. Und dahinter steht ein Belohnungssystem. Ein Belohnungssystem, das dann in unserem zentralen Nervensystem ausgelöst wird, was über Dopamin gesteuert ist im mesolimbischen System. Also habe ich dieses Verhalten, habe ich gespielt, habe ich mehr Dopamin im Gehirn, habe ich einen Belohnungseffekt. Und damit dieser Belohnungseffekt bleibt, mache ich das eben immer wieder. Und so ähnlich ist es dann auch mit dem Alkoholkonsum oder mit dem Konsum anderer Drogen. Okay, da muss man ja aber auch ein bisschen differenzieren wieder. Ne? Ich sag mal, ein Bayer zum Beispiel, der täglich zur Mittagszeit schon sein Weizenbier trinkt oder sein Weißbier trinkt, der sagt, das ist normal bei uns. Ja. Ist der süchtig? Oder ein Pfälzer, der aus der Weinanbaugegend kommt und Winzer ist und morgens seinen Wein trinkt? Also es gibt natürlich eine Unterscheidung zwischen Gewohnheit und Sucht. Ja. Kommen diese Menschen für 2 Jahre nach Saudi-Arabien und sie leben ohne Entzugserscheinung und ohne diesen zwanghaften Drang nach Beschaffung von diesem Suchtmittel, sie leben ohne diesen zwanghaften Drang, dann sind sie nicht abhängig. Dann ist das eine Gewohnheit, die sie in ihrem häuslichen, sozialen Milieu gepflegt haben. Eine Gewohnheit, aber keine Abhängigkeit. Haben die in Saudi-Arabien Entzugserscheinungen und müssen wirklich dieses Suchtmittel beschaffen und unter Umständen kriminell werden, um dieses Suchtmittel zu beschaffen, dann besteht eine Abhängigkeit. Da sind sie aber auch charakterschwach. Entzugserscheinungen, körperliche Entzugserscheinungen haben dann schon nichts mehr mit Charakterschwäche zu tun. Natürlich
wenn man in eine Therapie geht, um seine Sucht zu behandeln, zu bekämpfen, abzulegen, muss ich sicherlich erstmal durch die Entzugserscheinungen durch und kann mir da Hilfe holen. Ein Entzug mit Alkohol ist nicht zu empfehlen, den zu Hause alleine zu machen, sondern da ist wirklich wichtig, sich Hilfe zu holen, denn das kann zu lebensbedrohlichen Zuständen führen. Nicht nur zu einer psychischen Sucht, sondern auch wirklich zu körperlichen Ausnahmezuständen, die unter Umständen Delirium und den Tod nach sich ziehen. Ist auf keinen Fall zu empfehlen und es ist auch wirklich keine Charakterschwäche, wenn man sagt, ich möchte ernsthaft mich mit meiner Abhängigkeit auseinandersetzen. Ich bin so abhängig, dass ich körperliche Entzugserscheinungen habe und deswegen begebe ich mich in eine Klinik und lasse mich da kontrolliert entgiften und werde danach eine Langzeittherapie machen und da beleuchten, welche sozialen Hintergründe oder welche frühen familiären Hintergründe mich in diese Sucht getrieben haben. Nee, das hat natürlich nichts mit Charakterzwecke zu tun. Ja. Weil, wenn du sagst, okay, gut, ich brauche die Hilfe der Klinik, dann möchte ich es aber trotzdem schaffen. Das heißt, ich habe ja einen gewissen Charakter, der mir sagt, okay, ich will das schaffen. Also hast du ja schon eine gewisse Charakterstärke wieder. Aber wenn ich sage, nee, ich schaffe das gar nicht oder ich will das gar nicht, dann ist es ja irgendwo auch eine Charakterschwäche. Das meine ich damit. Also, sobald ich den Willen danach habe, es zu schaffen, habe ich eine gewisse Charakterstärke. Und dann werde ich es auch schaffen, von einer Sucht loszukommen. Also die Motivation zu einer Suchtbehandlung, die ist natürlich lobenswert. Oder wenn dahinter wieder ein Leid steht. Ja, aber dazu brauchst du einen gewissen dahinter Charakter. Steht, ja, oder eine besondere Notsituation, in der ich unbedingt diese Sucht bekämpfen muss. Ja. Ja, natürlich. Aber ohne Wille funktioniert das nicht. Ja, eine Abhängigkeit, also so viel die Leute auch wissen über Abhängigkeit und über die Konsequenzen, die meisten wissen sehr genau darüber Bescheid, welche negativen körperlichen Konsequenzen man davon trägt, welche negativen sozialen Konsequenzen man davon trägt. Mhm. Und trotzdem ist der Suchtdruck und dieses zwanghafte Verhalten, dieses zwanghafte Konsumieren von Suchtmitteln, ich bleibe jetzt mal beim Alkohol, so groß, das ist ja die Volksdroge Nummer 1, dass man negative Konsequenzen in Kauf nimmt. Dass man angetrunken auf die Arbeit geht, negative Konsequenzen zu verspüren hat oder auf der Arbeit Entzugserscheinungen bekommt, negative Konsequenzen zu spüren bekommt, dass man in der Familie negative Konsequenzen zu spüren bekommt. Es zieht sich ja durch sämtliche soziale Bereiche. Ja. Bis hin zur Beschaffungskriminalität, Geldsorgen. Es spielt ja in alles Mögliche rein. Ja, natürlich. Und dann ist es ja weit, weit mehr als eine Charakterschwäche. Ich glaube auch, ja, es ist auch eine Lust, aber wann wird die Lust zur Sucht? Ich meine, ja. Ist es denn schon eine Sucht, wenn ich, also jetzt schließen wir mal vielleicht die Bayern aus und gehen jetzt mal in ein, ich will nicht sagen normales Bundesland, sondern in ein Bundesland, wo es nicht gewöhnlich ist, dass man jetzt zum Mittag schon mal eine halbe trinkt. Ist es da eine Sucht, täglich ein Bier zu trinken? Oder gehört das noch zur Lust? Wo ist dieser Grad? Also es gibt die Gewohnheit und es gibt die Sucht. Ist die Gewohnheit die Lust? Kann ich meine Gewohnheit auch durchbrechen? Also Gewohnheit ist eine Verhaltensweise, die ich ausführe, ohne darüber nachzudenken. Das ist die Definition von einer Gewohnheit. Also ich bestelle mein Essen und ich bestelle einen halben Liter Bier. Das ist die Gewohnheit. Oder ich gehe in ein Restaurant, wo ich oft hingehe und ich bekomme mein Essen und mein Bier. Weil ich da bekannt bin und weil man weiß, dass... Das kriege ich schon so hingestellt. Das konsumiere ich. Da kommt ein Schnitzel mit Fritten. Das ist die Gewohnheit. Aber wenn es sich nicht um eine Abhängigkeit handelt, dann kann ich auch sagen, ich hätte dazu gerne ein stilles Wasser. Aber wenn ich Lust auf ein Bier dazu habe? Dann ist es wieder Gewohnheit oder dann ist es vielleicht auch der Genuss. Ja. Also Lust auf ein Genussmittel. Wenn es eine Abhängigkeit ist, habe ich nicht die Wahl. Dann habe ich nicht, also emotional habe ich nicht die Wahl. Der Kellner würde mir natürlich auch ein Wasser bringen, ja, wenn ich wähle. Aber
ich habe emotional nicht die Wahl, weil da schon dieses zwanghafte Verhalten ist mit Suchtdruck. Wo erkennt jetzt aber der Zuschauer, hier ist der Punkt, wo es nicht mehr Lust ist, beziehungsweise Gewohnheit, wo es schon dann Sucht ist? Wenn das ein zwanghaftes Verhalten ist, dem ich überhaupt nicht widerstehen kann, emotional nicht widerstehen kann, ich quasi gezwungen bin, dieses Verhalten immer wieder zu wiederholen oder diesen Konsum immer wieder zu wiederholen, um ein wohliges Gefühl zu haben. Das heißt, ich komme jetzt in meine Stammgaststätte, wo ich normalerweise mein Schnitzel, meinen Fritten mittags hingestellt bekomme und normalerweise mein Bier hingestellt bekomme und der Wirt sagt plötzlich, oh Sepp, es tut mir leid, das Bier ist leer oder ich habe heute kein Bier, heute musst du ein Wasser trinken oder eine Cola oder sonst irgendwas und ich bekomme dann richtig schlechte Laune. Ja. Ist es dann Sucht oder ist es dann, ist meine Lust einfach unbefriedigt? Ja, vielleicht ist das auch ein bisschen Charakter, eine schlechte Laune zu kriegen und sagt man, okay, dann trinke ich eben heute Wasser. Ja, ja. Oder was kannst du mir dann stattdessen bringen? So, das sind wir wieder. Da kann man sich damit abfinden. Bei der Charakterschwäche, oder? Nein. Nein? Also bei der Sucht ist es so, dass durch den Konsum des Suchtmittels oder des Suchtverhaltens im limbischen System ein Belohnungssystem in Gang gesetzt wird. Mhm. Ein Belohnungssystem, was ich wahrscheinlich durch anderes Verhalten oder anderen Konsum am Tag nicht bekomme. Also freue ich mich in dem Fall auf das Bierchen. Oder ich mache nach Feierabend zu Hause noch mit mehreren Bierchen weiter. Aber ich bekomme eine Belohnung. Das Gehirn gibt mir eine Belohnung für diese Situation, in der ich erstmal nichts leisten musste, außer die Bestellung aufzugeben und zu bezahlen nach Möglichkeit. Ich musste vorher keinen Verzicht üben oder irgendeine Aufgabe bestehen, um dieses Suchtmittel zu haben oder ein Belohnungssystem in Gang zu setzen. Eine Eins bekommen, eine Auszeichnung bekommen, ein Lob bekommen, wodurch ein Belohnungssystem in Gang gesetzt wird, sondern ich kann mir diesen Zustand kaufen, indem ich das Bier kaufe oder indem ich meiner Spielsucht nachgehe und die Illusion habe, dass ich da gleich den Hauptgewinn habe oder ich bekomme eine kleine Belohnung und dann einen kleinen Gewinn, dann wird das Belohnungssystem in Gang gesetzt und sagt mir, ich muss weiterspielen. Und weiter. Das ist dann schon ein bisschen Biochemie im Gehirn. Es läuft über das Dopamin im mesolimbischen System. Aber dann ist es doch keine Lust mehr. Aber es wird ein Wohlgefühl vermittelt. Ja. Also durch diese Neurotransmitter-Ausschüttung wird ein Wohlgefühl vermittelt, was ich wahrscheinlich durch anderes Verhalten oder durch andere Möglichkeiten nicht habe. Also letzten Endes kann man vielleicht sagen, dass ein missbräuchlicher Einsatz von suchtartigen Stoffen, Suchtmitteln oder eine Abhängigkeit sogar von Suchtmitteln ein Defizit in der Stressbewältigung ausgleicht. Also nicht eine Charakterschwäche, sondern ein Defizit in der Stressbewältigung. Man könnte ja sicherlich auch durch andere Aktivitäten, Möglichkeiten Stress bewältigen. Wie zum Beispiel durch ruhigen Sport oder durch Treffen mit einem Mitglied eines sozialen Netzwerkes, Verein, Familie, Freunde, Ehefrau, Ehemann. Wenn das funktioniert. Wenn das funktioniert. Ich kann auch eine Droge mit der anderen ersetzen, wenn diese nicht das gibt es auch. Greifbar ist. Suchtverlagerung geht natürlich auch. Ja, ja. Aber ist es dann Lust oder Sucht? Dann ist es wahrscheinlich Sucht, oder? Wenn ich umlagere. Das gibt es viel, sieht man ja oft, wenn Leute aufhören zu rauchen, dass sie dann ein paar Kilo zunehmen. Also dass sie dann, weil sie dann mehr dieses Nicht-Rauchen in mehr Essen verwandeln. Suchtverlagerung? Also keine Lust mehr. Alkoholkonsum aufgeben zugunsten von Kokain. Medikamenten. Ja, oder so. Mhm. Oder zugunsten von exzessivem Sport zum Beispiel. Oder zugunsten von süchtigen Spielen. Von Glücksspiel. Also das gibt es oft, dass innerhalb der Süchte hin und her geswitcht wird.
Aber man kann jetzt nicht pauschal sagen, bis dahin ist das gesund, bis da, ab da ist es ungesund. Natürlich, wenn körperliche Schäden auftreten, ja. wenn durch den Alkoholkonsum eine Leberzirrhose aufgetreten ist, im schlimmsten Fall, ja. Ist es ja für die Betreffenden meistens immer noch kein Grund, dieses Suchtverhalten zu lassen. Oder bestes Beispiel, Asthma, ja. Nikotinkonsum oder noch schlimmeres Beispiel, Bronchialkarzinom, frisch operiert, steht mit der Zigarette im Bademantel mit Filzpantoffeln schon wieder vor der Tür, ja. und raucht mit der halben Lunge weiter. Also dieses zwanghafte, süchtige Verhalten, diesem Konsum weiter nachzugehen, das ist krankhaft. Also es muss im Grunde genommen eine Psychotherapie stattfinden, um ein anderes Belohnungssystem langfristig zu installieren. Aber es ist doch eine Charakterschwäche, wenn ich jetzt frisch operiert bin und nicht den Charakter habe und sage, ja okay, gut, ich lasse das jetzt erstmal. Es stört mich enorm, dieses Wort Charakterschwäche. Ja, für mich ist das eine Charakterschwäche. Zwanghaftes Verhalten, ja. Also zwanghaftes Verhalten ist eine Charakterschwäche. Es braucht unbedingt dieses Wohlgefühl, was ausgelöst wird durch das Rauchen vor der Haustür. Auch wenn der Verband noch blutig ist, sag ich mal. Ja. Und man diese große Chance, die einem gegeben wird, durch die erfolgreiche OP, sein Leben zu verlängern, kann nicht ergriffen werden, weil dieses extreme Suchtverhalten noch vorhanden ist. So, wenn ich einen starken Charakter habe, dann schaffe ich das. Ja. Motivation. Das ist meine Meinung. Motivation. Schreibt mal eure Meinung dazu rein. Also kann ein starker Charakter eine Sucht bekämpfen oder ja, wie soll man sagen, schwächen? Oder wie seht ihr das? Ich würde mal gerne eure Meinung wissen. Du wahrscheinlich auch, oder? Wie das die Zuschauer sehen. Ja. Also es würde uns echt mal interessieren. Vielleicht, also wenn ihr jetzt genug da reinschreibt und wir genug Meinungen haben, vielleicht machen wir dann auch mal über das Thema gerne mal einen Live-Chat, wo wir dann, ja, wie das Wort schon sagt, live, wo ihr euch direkt mit uns unterhalten könnt. Also ihr tippt, wir antworten, beziehungsweise wir diskutieren darüber und ja, ihr sagt eure Meinung dazu. Aber dazu schreibt erstmal rein, damit wir erstmal merken, ob euch das Thema überhaupt interessiert. Ja, ich bin der Meinung, es ist eine Charakterschwäche. Also jemand, der einen starken Charakter hat, der einen Willen hat, der kann nicht richtig süchtig werden. Doch. Ja, gut, du hast ja auch ein Recht auf deine Meinung, wie jeder Mensch. Ne? Also ich sehe das so. Und ja, ich finde, der Grad zwischen Lust und Sucht ist ganz schmal. Ja, und oft rutscht man von der Lust in die Sucht hinein. Ob das eine greifbare Sucht ist oder ob das eine, ja, wie hast du es gesagt? Eine stoffgebundene, nicht stoffgebundene Sucht, ja. Ja. Also ich glaube, also ich sehe da keinen Unterschied. Also ich sehe da einen Unterschied zwischen stoffgebundener und nicht stoffgebundener, aber nicht vom Effekt her. Es geht um das Belohnungssystem. Ja, ja. Aber da kann auch eine Konditionierung. Wie du, ja, sicherlich. Ne? Natürlich kann da auch eine Konditionierung entstehen. Ja. Sicherlich. Und von dem Denken, von den Kognitionen, glaube ich, weiß jeder Betroffene, das, was ich da tue, das tut mir nicht gut. Das führt mich sozial und gesundheitlich in den Ruin. Und trotzdem kann das nicht unterlassen werden, weil es trotz allem noch diesen positiven Effekt hat, dass damit ein Wohlgefühl ausgelöst wird. Selbst mit Kaufsucht eben ist es noch ganz wichtig und morgen ist es schon banal. Yeah. Aber es ist dann da. Es hat kurze Zeit ein freudvolles Gefühl gemacht. Ja, yeah, und wenn dann, es dann da ist, dann ist es wieder ist weg. Der Effekt schon weg. Ja, bis es da ist, ist es weg. Ja. 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 Ja, Kaufsucht, das sehen wir ja auch, da spielen ja auch die Medien eine ganz große Rolle. Ich meine, wir hatten in einem anderen Beitrag das Thema Vorbilder. Wenn jetzt ein großes Vorbild von mir zum Beispiel ja, sagt, keine Ahnung, ich trinke gerne
diese Apfelsaftschorle. Ja, wärst du ja konditioniert, irgendwo diese Apfelsaftschorle dir zu kaufen. Und ja, kannst suchtgebunden werden. Apfelsaftschorle ist jetzt vielleicht ein blödes Beispiel. Es kann ja auch irgendeine Biersorte sein, ne? die dich von der Lust dann in die Sucht fallen lässt, oder? Ja, das hat für mich mit Vorbildern erstmal nichts zu tun. Ja, aber mediengebunden. Ja, mediengebunden. Wie oft werden die irgendwelche Vorbilder heutzutage in die Medien produziert, also in die Werbung, um ein Produkt besser zu verkaufen, was hin bis zur Sucht führen kann? Ich meine, früher war es ja noch normal, dass im Fernsehen und auch im Radio Zigarettenwerbung, Alkoholwerbung gemacht wird. Zigarettenwerbung gibt es nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ob es noch Alkoholwerbung gibt. Doch, ich glaube schon. Gibt es das noch im Fernsehen? Ja. Ich glaube, es gibt schon Bierwerbung. Ja, Bierwerbung sowieso. Ja. Ja, das ist ja auch so eine Sache. Zählt Bier zum Alkohol? Ja, ich würde sagen, natürlich. Ja. Natürlich. So, und wenn ich dann jeden Mittag meine halbe trinke, ja, das ist für mich auch eine gewisse Sucht. Wenn ich davon nicht lassen kann, also wenn ich nicht ohne weiteres und ohne Wutausbrüche und in Stress zu geraten umschwenken kann auf eine Alternative, die der Wirt mir bieten kann, dann ist das sicherlich auch eine Sucht. Es geht ja auch schon so weit, dass Menschen, Personen, ihr bestimmtes Bier sich kistenweise mit in den Urlaub nehmen, weil es das dort nicht gibt. Ja, die würden wahrscheinlich dann immer noch von sich behaupten, dass es Genussmenschen sind. Richtig. Es finden sich ja jede Menge Ausreden für so ein Verhalten. Mhm. Ja, ich sehe es kritisch. Also 9 Millionen Menschen in der Bundesrepublik Deutschland betreiben einen krankhaften oder gefährlichen Konsum an 9 Millionen, ja. Mit Alkohol nur? Mit Alkohol, ja. Das ist jetzt bezogen auf Alkohol. Und Alkohol abhängig sind 1,7% aller Frauen in der Bundesrepublik und 3,5% aller Männer. Das sind als es Diabetiker in Deutschland gibt. Das ist die dunkle Ziffer. Das sind, glaube ich, die Forschungsergebnisse von 2018. Also die dunkle Ziffer. Ja, ich denke, das sind die Menschen, die, also diese 4,5% der Männer und die 1,7% der Frauen, das sind, glaube ich, die in Suchtberatungsstellen oder in Kliniken aufgefallen sind oder in den Führerscheinstellen oder in Flensburg. Also die Dunkelziffer. Das sind die soziale Nachteile hatten. Mhm. In diesem Fall würde ich auch einen Krankenhausaufenthalt oder eine Entgiftung oder eine Langzeitentwöhnung als sozial negatives Ergebnis der Abhängigkeit ansehen. Mhm. Ja. Ja, gut, ich glaube, darüber könnten wir stundenlang weiterreden. Also wie gesagt, wenn euch das Thema interessiert, schreibt es mal unten rein. Wir machen darüber gerne mal einen Live-Beitrag. Ansonsten bedanke ich mich bei dir für diese nette Diskussion. Wir sind zwar nicht auf einen Punkt gekommen, aber das macht ja nichts. Unterschiedlicher Meinung. Es darf jeder seine eigene Meinung behalten. Wenn ihr gerne solche Videos schaut, lasst ein kostenloses Abo da. Wenn ihr es noch nicht getan habt, drückt die Abo-Glocke und lasst für Malu natürlich oder auch für mich ein Like da. Wir danken euch fürs Zuschauen. Ciao und bis bald im nächsten Video. Bis bald.